Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich starte schon direkt aus der Küche. Ich möchte heute so ein paar Gerichte machen aus diesem Oschi hier. Knapp 2,5 Kilo hat die Zucchini. Das ist ja die aus dem Garten und ich habe die halt immer noch. Und jetzt dachte ich mir, mache ich so ein paar Gerichte und fange auch schon mal an. Ich wollte dann so ein bisschen mitfilmen und ja, mal gucken, was ich da noch so draus mache. Ich habe so 2, 3 Sachen im Kopf. Mal schauen, wie viel ich umsetzen kann und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem Video. Und gestartet habe ich mit der Suppe. Ich habe in einem großen Topf etwas Olivenöl erhitzt und daran dann die Zwiebel gegeben. Es ist alles kurz angebraten und dann anschließend die Möhren einfach so in gröbere Stücke geschnitten, weil anschließend werde ich ja sowieso alles pürieren, deswegen habe ich mir jetzt beim Schneiden nicht so eine Mühe gegeben wie sonst. Ja, habe das auch alles dann einfach ein paar Minütchen anbraten lassen, immer wieder mal umgerührt und habe dann auch schon die Zucchini in ja, sehr grobe Stücke dazu gepackt. Irgendwie war das dann im Topf, erschien mir das dann echt sehr riesig, aber ja, war dann halt so. Ich dachte mir, die Zucchini fällt eh immer so ein, wenn die Wasser verliert und dann wird das später nicht mehr so groß. Ich hatte auch recht, aber ich hätte es trotzdem ein bisschen kleiner machen können, das hätte das Umrühren etwas erleichtert. Ja, habe dann die Kartoffeln auch klein geschnitten, auch noch alles kurz mit angebraten und dann habe ich so ein bisschen mit Knoblauchpulver gewürzt, weil ich keinen frischen Knoblauch mehr da hatte. Also ich habe alles abgesucht, ich war mir so sicher, dass ich noch eine Knolle habe, aber irgendwie, nee, hatte ich keine. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Dann habe ich auf jeden Fall ja alles nochmal so, ich glaube 5 Minuten oder so, habe ich alles kurz anbraten lassen und dann mit 1 Liter Wasser aufgegossen, sodass das Gemüse einfach knapp bedeckt ist. Lorbeerblätter rein, ich weiß nicht, die müssen irgendwie immer in eine Brühe. Ja, und dann einfach mit diesem Kulianka-Gewürz, das hatte ich mal aus dem Lidl, aber ihr könnt jede Gemüsebrühe nehmen, die ihr wollt, reingepackt. Und dann habe ich das Ganze gute 20 Minuten, 25 Minuten kochen lassen. Und dann einfach mit einem Becher Sahne püriert. Und das war's. Also die ging echt super, super schnell und war sehr lecker. Und ich kann jetzt schon mal sagen, sie hat allen sehr gut geschmeckt. Parallel zur Suppe habe ich auch noch diese Zucchini-Ringe gemacht. Ich hatte mit meiner Freundin immer wieder mal telefoniert und gequatscht und überlegt, was ich denn aus der fetten Zucchini machen könnte. Und dann hatte sie mich auf die Idee gebracht, die zu frittieren. Und sie hätte wohl auch noch ein Rezept gesehen, wo dann auch noch mit Fleisch und Käse gefüllt wurde. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich ja so riesige Zucchini habe, dass ich da einfach so Ringe draus schneide. Und das Innenleben, also das Kerngehäuse muss da ja sowieso raus. Und ja, ob ich sie dann nicht vielleicht einfach füllen könnte. Erstmal wollte ich sie eigentlich leer lassen, aber durch die Idee mit dem Hackfleisch, die sie mir gegeben hat, ja, habe ich einfach überlegt, ich probiere es einfach mal. Und habe hierfür einfach 500 Gramm Hackfleisch mit einer kleinen Zwiebel, einem Ei und Gewürzen vermengt. Und dann hatte ich auch noch so gefrorene Kräuter da. Ich hätte jetzt gerne auch frische Petersilie genommen, aber hatte ich auch nicht da. Und ja, habe dann Zucchini genommen. Ihr seht ja schon, wie riesig einfach diese Ringe sind. Und ja, bei manchen Stücken war das Kerngehäuse gar nicht so leicht zu entfernen. Das waren so die äußeren Stücke. Aber ja, je mehr es zur Mitte ging von der Zucchini, umso weicher und größer wurde das Kerngehäuse. Und ja, ich habe dann auch gemerkt beim Füllen, es war gar nicht so einfach. Das hat sich teilweise gelöst, deswegen habe ich das so auf den Ring auch noch ein bisschen platt gedrückt, damit das Fleisch so irgendwie so einen kleinen Halt hat, weil wenn ich das nur in diesem Loch gemacht habe, ist es mir einfach direkt wieder rausgeflutscht. Aber es ging gut und ihr müsst die Ringe ein bisschen breiter schneiden. Ich hatte 1 oder 2 Ringe, die sehr, sehr dünn waren. Da war das besonders schwierig, dass das Fleisch drin hält. Aber wie ihr seht, hat es trotzdem irgendwie gehalten. Und ja, dann habe ich einfach meine Panierstraße gemacht mit Mehl, Ei und Panko-Mehl. Und sobald die Zucchini-Ringe in dem Mehl liegen oder lagen, ja, war das auch schon ganz fest. Also dann ist gar nichts mehr rausgeflutscht, dann konnte ich super leicht damit arbeiten. Jetzt müssen wir nur noch die Ringe frittieren. Dafür nehmt ihr euch eine Pfanne und da muss ordentlich Öl rein. Und ich habe alles so auf ungefähr etwas höher als mittlere Stufe erhitzt. Ja, das Fleisch muss ja drinnen auch noch gar werden und die Zucchini
also die Zucchini-Ringe sind ja auch nicht dünn. Damit alles gar wird, habe ich halt ja versucht, es nicht ganz so heiß zu machen, damit mir das halt nicht verbrennt. Und habe alles von beiden Seiten jeweils ungefähr 5 bis 7 Minuten, meine ich, waren das, angebraten. Habe mir dann einen direkt geschnappt, den ersten, der fertig war, um zu gucken, ob das auch gereicht hat. Und das Fleisch auch, ne, fertig geworden ist und die Zucchini halt auch nicht mehr so hart und es war alles perfekt. Also die Zucchini war komplett gar und das Fleisch war halt auch absolut nicht mehr roh und trotzdem noch saftig. Ich bin jetzt fertig mit Kochen. Das sind einmal diese, die sind auch richtig knusprig. Die sehen in der Kamera so extrem schwarz aus irgendwie, aber sind sie gar nicht. Die sind richtig schön goldbraun. Also alle sind hier so wie hier. Ich weiß gar nicht, warum die in der Kamera hier so schwarz aussehen. Es ist da ein bisschen goldbrauniger, aber nicht schwarz. Naja, egal. Ja, ich habe hier jetzt einige Stück rausbekommen. Ich schätze, das waren so 800 Gramm ungefähr Zucchini. Ja, weil ich ja so große hatte, habe ich das Innenleben rausgenommen, weil das ist einfach super weich und Kerngehäuse, ja, muss jetzt nicht sein. Und habe das deswegen dann so gefüllt, ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, wenn man kleine Zucchini kauft, kann man das einfach so drauf pappen. Und dann sollte das auf jeden Fall halten. Ich habe gerade schon eins probiert. So, so lecker. Und vertraut mir, tunkt es in Sojasauce. Ich hatte gerade so ein bisschen Sojasauce gefunden. So ein kleines Päckchen vom letzten Sushi, was wir mal bestellt hatten. Und dachte mir einfach, ich tunk das mal da rein. Sau, sau lecker. Es ist wirklich, weiß ich nicht, richtig, richtig gut, die Kombi. Ja, ich dachte noch, dass ich noch irgendwas als, wie heißt denn das? Als Beilage, so. Als Beilage mache, aber irgendwie, ganz ehrlich, Leute, das ist so sättigend. Dazu gibt es dann einfach nur einen frischen Salat. Den mache ich aber nachher, ja, frisch, wie das Wort schon sagt. Und das reicht, weil bei der Hitze, ich sterbe hier gerade auch, ne, weil ich die ganze Zeit hier beim Frittieren stand. Es ging aber relativ schnell, nur trotzdem, es ist wirklich heiß hier in der Küche, vor allem in meiner Mini-Dachgeschossküche. Da hatte ich jetzt keine Lust mehr, noch irgendwas dazu zu kochen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was dazu passt, außer halt, ja, frisches Gemüse noch. Und die sättigen. Also ihr seht ja, wie riesig die bei mir sind. Also 1 bis 2 Stück für einen Erwachsenen sind, glaube ich, echt gut sättigend. Ja, und dann noch Paniermehl. Ich habe übrigens hier dieses Panko gehabt. Leider hatte ich nicht mehr so viel da. Ich hatte nur noch die halbe Packung. Deswegen, sonst hätte ich sie gerne doppelt paniert. Wäre bestimmt noch geiler geworden. Aber ja, macht nichts. Ja, falls ihr nicht wisst, ne, wie so eine Packung aussieht. Das hatte ich, glaube ich, mal im, war das ein Rewe oder so? Schon länger her. Ihr findet das aber überall, also im Asiamarkt sowieso natürlich, aber so in größeren Supermärkten auch. Also Marktkauf, Real, Kaufland. Oder hatte ich das sogar aus dem Kaufland? Ich weiß nicht. In der Asia-Abteilung auf jeden Fall. Und das ist wirklich, Panko ist so richtig lecker, richtig knusprig. Ich musste gerade nochmal an den Herd. Ich habe von dem Panieren ein bisschen Ei übrig gehabt und das habe ich jetzt einfach angebraten, so als Rührei. Ja, auf jeden Fall gab es dann noch halt ja die Cremesuppe. Die ist auch ja ganz lecker geworden. Ich habe jetzt nicht so viel verschiedenes Gemüse reingehauen, einfach weil ich sie auch hell haben wollte und ich dachte mir, das reicht. Ja, die schmeckt ganz gut und mit, vielleicht brate ich nachher noch Garnelen an, so zum Drauftun, falls jemand möchte, auf den Teller. Und ansonsten haben wir noch Backerbsen, die gibt es dann auch dazu. Und ja, wir essen das natürlich dann auch mit Schmand, wahrscheinlich. Ja, ich habe schon ewig keine Cremesuppe mehr gemacht, also auch mit Sahne. Ich koche allgemein gar nicht so viel mit Sahne, irgendwie fällt mir auf. Also als ich letztens Sahne gekauft habe, ist mir das so aufgefallen. Ich benutze das, wenn dann, eher zum Backen oder so. Die ist richtig schön cremig und ja, die Kinder werden sich auf jeden Fall freuen, zumindest die Mädels. Ich hoffe, dass die Kleine auch wieder mal anständiger ist. Sie ist zurzeit so, so schlecht, aber Suppen gehen eigentlich immer. Und ja, oh, da war noch ein Stückchen. Ach, nicht schlimm. Ja, falls ihr das mal nachmacht oder falls ihr jetzt auch was essen solltet, dann wünsche ich euch allen einen guten Appetit. Während ich am Kochen bin, hat mich gerade Dennis angerufen, der ist von der Arbeit. Muss der gerade eh hier lang fahren. Der meinte, wir sollen mal ans Fenster kommen mit der Kleinen. Dann wird er uns gleich winken. Oh, ich höre es schon. Das Gebrumme. Ist der, guck mal, Papa ist da. Hier, Papa. Da. Hey, Papa. Wink mal.
Hallo. Hi, Papa. Papa. Tschüss. Dennis kommt gerade vom Lidl und hat so ein paar Kleinigkeiten geholt. Vom Lidl with love. Unter anderem gab es mit der App, wenn man bei so einer Umfrage macht, das ist jetzt neu bei denen, kriegt man was umsonst. Und wir haben dieses Eis genommen, also er. Richtig cool mit Cookies, ich wusste gar nicht, dass sie das haben. Das wollen wir jetzt alle probieren. Zum Nachtisch. Dann das Übliche, ne? Kefir, Cola, was noch? Ah, das Plissé noch, ne? Das zeige ich, kann ich euch auch gleich zeigen. Und ja. Und eine Flasche Wasser gab es auch gratis, eine große. Ja? Genau, das wollen wir jetzt probieren. Und allen, die jetzt auch was naschen, guten Appetit. Naschen. Ich habe total vergessen, euch das Plissé zu zeigen, merke ich gerade. Ja, er hat so ein hellgraues einfach ausgesucht. Das ist nicht mit dieser Wabenoptik, das ist halt so ganz, ganz dünn einfach. Aber richtig schön, hier kommt trotzdem noch genug Licht in den Raum. Fokus. So, ja, genug Licht, aber ja, wenn die Sonne so richtig reinknallt, ist es trotzdem, ja, schön abgedunkelt. Also richtig gut und das hat nur 10 Euro gekostet und ist, ich glaube, 83 Zentimeter breit oder so, irgendwie so. Und ja, war auch sehr leicht zu befestigen und ist ganz schön. Also für 10 Euro kann man echt nicht meckern. Guten Morgen, ich hoffe, wir kriegen das jetzt einigermaßen ruhig hin, weil die Kleine mich die ganze Zeit unterbricht. Ja, es ist schon der nächste Morgen. Ich habe gestern nicht mehr weiter gefilmt, weil wir dann einfach so beschäftigt waren. Mein Mann kam aus der Arbeit. Moment, ich muss sie irgendwie hier ablenken. So. Weil die hier mal alles mir klauen möchte. Ja, ich muss mich nämlich jetzt noch waschen und so weiter. Ja, mein Mann kam gestern nämlich aus der Arbeit und wir haben halt gegessen und irgendwie hatte er, ich weiß nicht was, aber so ein, dass er halt einfach, keine Ahnung, nicht chillen wollte, nicht entspannen wollte und fing dann an, das Kinderzimmer für unseren Sohn fertig zu machen. Das war noch nicht ganz fertig. Ja, hat dann halt den Raum da erstmal leer gemacht, weil das war ja, vollgestopft mit allem möglichen Zeug. Und dann mussten wir noch einen Schrank dort rüberbringen und so weiter. Also es hat sich gezogen und hat sehr viel Kraft gekostet. Aber die Kinder sind jetzt happy. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich war gestern auch total platt irgendwie, aber schon seit Tagen so bei mir. Und dann kam er halt und fing dann an. Und ich kann dann nicht einfach nur liegen oder chillen oder weiß ich nicht. Ne? Ich habe dann halt mitgeholfen. Ja, und dann ist daraus voll der Arbeitstag entstanden. Aber gut, wir haben es endlich geschafft. Endlich erledigt. Das stand schon sehr lange auf der Liste. Jetzt ist noch das Zimmer für die Alina dran. Ja, dass das halt dann auch jetzt fertig wird. Da haben wir auch neue Möbel. Aber ja, mit der Zeit. Ja, müssen wir dann mal schauen, wann wir das machen. Ja, da muss er ja natürlich auch dabei sein. Und ja, jetzt wollte ich mich ja waschen. Na, mein Schatz? Boah, und heute Nacht war auch so schlimm. Ich kann nicht mehr. Ich hatte die Kopfschmerzen meines Lebens gestern wieder. Richtig so einen ganz, ganz schlimmen Anfall. Und bin dann irgendwie gegen 00:30, glaube ich. Nee, Quatsch, 23:30. Ja, gegen 23:30 ungefähr bin ich eingeschlafen. Irgendwie halt, ne? Und dann gegen 00:30 oder 01 hat die Kleine mich geweckt. Sorry für den Krach, sie hat hier gerade einen Hocker hingebracht. Sie will den immer hier hinstellen und dann an meine Sachen drankommen. Ja, wurde die Kleine halt auf jeden Fall gegen 00:30 wach, hat mich geweckt, wollte auch wieder was trinken und keine Ahnung und wieder zu mir ins Bett. Hat erstmal rumgeschrien und dann konnte ich halt nicht mehr einschlafen, weil ich solche schlimmen Kopfschmerzen hatte. Also es ging gar nicht mehr. Ich konnte auch nicht mehr liegen. Ich musste dann richtig so sitzen im Dunkeln, habe dann so ein Massagedings benutzt. Dieses, vielleicht kennt ihr das mit so einem, kann ich euch gleich zeigen, was tut so gut. Hab das die ganze Zeit benutzt, aber natürlich bringt das nichts. Hab dann mich selber die ganze Zeit hier massiert. Dennis ist Masseur. Er könnte es ja auch machen, aber natürlich muss er schlafen. Er muss schon um 4 Uhr raus, der Arme. Aber ich habe echt, also solche schlimmen Kopfschmerzen hatte ich echt noch nie. Mop steht hier noch. Ja, deswegen natürlich habe ich ihn schlafen lassen, aber ich habe wirklich fast geweint. Ne? Das tat so weh.
mir wurde schon richtig schlecht davon und dann musste ich eine Tablette nehmen. Hab dann eine Tablette geschluckt, bis die dann gewirkt hat, habe ich die ganze Zeit mich abgequält. Ja, und dann irgendwann, ich glaube 40, 50 Minuten später, konnte ich dann endlich einschlafen. Aber auch nur bis 5, da hat die Kleine mich wieder geweckt und dann lag ich auch wieder wach rum, ne, fast eine halbe Stunde oder so. Also irgendwie die Nacht war, ne, ein bisschen sehr bescheiden. Yeah. Ja, jetzt heute musste Dennis wieder am Haus vorbeifahren. Da haben wir ihm wieder gewunken. Habt ihr gesehen, den Mob? Ja, geh du mal Boden wischen, Schatzi, danke. Ist wieder am Haus vorbeigefahren. Da haben wir so ein bisschen auch gequatscht. Und ich meinte auch, ja, was soll ich denn heute kochen? Mir fehlt die Idee, so mein Kopf auch. Und er meinte auch, er wird mich heute massieren. Ich so, nein, alles gut, so schlimm ist es heute nicht. Ich bin immer so, ich möchte keine Tabletten nehmen. Also es ist nämlich echt im äußersten Notfall, aber heute Nacht ging gar nicht mehr. Und jetzt so am Tag möchte ich das eigentlich schon gerne ohne alles überstehen. Ich trinke viel, ich esse gut eigentlich, ne? Ich versuche mich abzulenken. Ich lasse viel frische Luft rein oder gehe halt raus. Ne? Aber gestern, heute Nacht jetzt halt nicht. Ne? Aber gleich möchte ich auf jeden Fall spazieren und so weiter, weil das hilft auch sehr. Ja, und er meinte dann halt, dass er das, also er wird mich dann massieren, damit es mir besser geht. Mal gucken, ob es dann noch nötig ist überhaupt. Und habe ihn halt auch gefragt, was er denn essen möchte, weil mir echt die Ideen ausgehen. Und er meinte einfach nur, dreimal dürft ihr jetzt raten. Ihr dürft jetzt kurz anhalten und raten. Was hat sich Dennis wohl gewünscht? Natürlich Nudeln. Was denn sonst? Mit nichts? Ich so, okay, ne? Aber er hatte mal beim... Seht ihr das? Nee, da ist die Kleine gerade mit dem Stock gegen die Scheibe geschlagen. Er hatte mal beim Lidl solche griechischen Aufläufe zwei Stück geholt, solche fertigen. Ich weiß gar nicht genau, was das nochmal ist. Können wir gleich zusammen gucken. Und die soll ich einfach machen und dann dazu Nudeln. Ich, ja, okay, dann halt sowas, ne? Ja, weil das von gestern, da haben wir halt nur noch die Suppe übrig. Und das war's. Aber die Suppe ist auch richtig gut geworden. Also die Kleine hat es verschlungen. Die hat richtig, richtig gut gegessen. Also für ihre Verhältnisse sowieso und auch so. Also jedes normale Kind hätte, glaube ich, so gegessen. Ich war so glücklich und so stolz darauf. Ja, und diese Zucchini-Ringe mit dem Hackfleisch drin, die sind so, so, so lecker. Selbst meinen Kindern hat es geschmeckt, wollte ich die ganze Zeit noch sagen. Und ja, Dennis fand es auch okay. War jetzt nicht... Also es hat ihm geschmeckt, aber ist jetzt auch nicht so sein liebstes Essen. Aber für mich ist das so voll richtig lecker gewesen. Ja, deswegen muss ich heute aber trotzdem auf jeden Fall was kochen. Nein. So, Entschuldigung, ich musste sie gerade ablenken. Ja, toll. Ja, ich mache jetzt einfach meine ganze Pflege und wasche mich und sowas, während ich Zähne putze. Diese Matte Maski Cleansing Mask hatte ich euch ja mal gezeigt. Ich finde die eigentlich ganz gut. genau, mache dann meine ganzen Serien und so weiter drauf und meine Pflege. Ich habe auch für die Augen was. Das benutze ich schon seit ein paar Wochen. Das zeige ich euch auch bald. Bin ich eigentlich auch sehr zufrieden mit. Teste es aber noch ein bisschen und dann stelle ich es euch vor. Ja, danach glaube ich, brauche ich auch auf jeden Fall Augenpads. Irgendwie merke ich, dass ich hier so angeschwollen bin. Das heißt, ich merke, man sieht es auch. Ja, mache ich mir dann gleich drauf. Erstmal aber kurz Gesicht waschen und dann. Ja, sehen wir uns auf jeden Fall gleich. Ich bin fertig. Ich habe jetzt diese Seesternchen hier mir drauf gemacht und bin richtig happy. Die gehen so schön auf die Wangen auch. Das kühlt gerade alles so gut und ja, ich merke direkt, dass es auch den Kopfschmerzen hilft. So ein bisschen sowas Gekühltes unter den Augen. Ja, ja, mein Schatz. Aber ja, ich möchte noch gleich erzählen. Mir ist nämlich eingefallen, dass ich noch ein Rezept ausprobieren wollte. Aber ich erzähle euch das gleich, weil ich merke, wenn ich quatsche, rutschen die hier extrem. Deswegen sehen wir uns einfach gleich, wenn ich sie runtermache und dann den Rest meiner Pflege auftrage oder aufgetragen habe. Bis gleich. So,
fertig. Ich habe die jetzt ungefähr 20 Minuten draufgelassen. Ich habe gerade noch gequatscht mit meiner Mama, telefoniert. Aber oh, es fühlt sich so gut an. Direkt richtig schön angenehm. Das sind die von Isana. Mit Hyaluron und Algenextrakt für sofort frische Effekt. Und das hatte ich wirklich bei denen. Es ist immer noch leicht kühl und total angenehm. Ja, ich trage dann jetzt den Rest auf. Und ja, möchte dann gleich schon mal Eier abkochen, weil ich habe gestern einen Salat entdeckt auf TikTok. Super simpel. Und wollte ich vielleicht dann nachmachen. Nee, nicht vielleicht, ich mache den nach, weil der so einfach ist. Ich muss dafür nur so ein paar Eier abkochen. Da kommen Radieschen rein, Frühlingszwiebeln. Was noch? Noch irgendwas. Und halt die gekochten Eier, Radieschen, Frühlingszwiebeln, Gurke. Genau. Und noch irgendwas, glaube ich. Ja, und dann kann man das halt mit Mayo oder mit Schmand machen. Aber ich glaube, ich mache das auf jeden Fall mit Schmand. Irgendwas Leichteres. Und ja, einfach so. Solche Salate mag ich. Das ist für mich auch meistens dann schon eine Mahlzeit. Also ich brauche da eigentlich gar nichts mehr zu. Und ja, freue ich mich drauf. Ich werde das auf jeden Fall gleich ausprobieren. Und sonst? Keine Ahnung. Also ich muss auf jeden Fall Haushalt machen. Wäsche waschen ganz viel. Wäsche falten ganz viel. So, ich habe 2 volle Ständer und die 3. ist schon fertig gewaschen und eine 4. muss ich jetzt noch anschmeißen. Also so, sehr viel Wäsche wegzufalten und aufhängen. Und dann, keine Ahnung, was sonst so ansteht, raus möchte ich auch auf jeden Fall noch. Ich mache mich, glaube ich, gleich auch schon so ein bisschen fertig. Eigentlich war schlechtes Wetter angesagt. Es war auch heute Morgen nicht so schön. War am Regnen und ist etwas abgekühlt, aber das mag ich ja. Ja, aber jetzt kommt die ganze Zeit die Sonne raus. Also kann man doch raus, wahrscheinlich. Gehe ich nachher noch eine Runde spazieren. Ja, ich quatsche schon wieder so viel, ne? Irgendwie versuche meine Gedanken zu ordnen. Egal. Ich würde dann sagen, wir sehen uns einfach gleich und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei diesem Video. So, zuallererst möchte ich aber jetzt frühstücken und heute habe ich echt mal Lust auf was Süßes. Ich weiß gerade nicht, warum die Kamera so wackelt. Es tut mir leid. Das ist ja dieser körnige Frischkäse mit diesem Pfirsich, mit der Pfirsichmarmelade oder was das sein soll. Ja, ich liebe das voll. Aber davon mache ich nicht so viel rein, weil das echt sehr süß ist. Auch so, wenn ich körnigen Frischkäse kaufe und dann einfach nur mit ein bisschen Marmelade mische, ich nehme echt sehr wenig Marmelade, weil ich das liebe, dass das so nicht so süß ist. Ja, muss man halt mögen, aber ich finde es echt gut. Ja, und allen, die jetzt auch frühstücken, wünsche ich einen guten Appetit. Ich komme gerade von draußen, ich war spazieren und ganz kurz beim Kick, da kam ja ein paar Teilchen mit, also 2 Teile eigentlich nur, beziehungsweise 4. Zeige ich euch sofort, das war wirklich nichts Besonderes. Ja, und jetzt kam ich nach Hause, Dennis ist auch schon da, er hatte ein bisschen früher Feierabend und ich habe noch nicht gekocht. Aber die gehen schnell, hier 10 bis 12 Minuten einfach nur im Backofen. Einmal so ein Auflauf und einmal so ein Moussaka. Ja, da hat er Lust drauf, dann koche ich noch Nudeln schnell ab und dann sollte das für uns alle auf jeden Fall reichen. Wir haben ja auch noch Suppe. Ja, mache ich mal ganz, ganz schnell essen. Ja, und mitgenommen bei Kick habe ich einmal, ich konnte nicht dran vorbeigehen, diesen Rock. Der ist so aus so einem festeren Stoff, aber stretchy. Und ist in so einem Schlangenmuster-Optik. Hier mit einem Knopf und Reißverschluss. Die Taschen sind fake, aber ich fand den richtig schön. Ich dachte so im Herbst, Winter ist der bestimmt ganz schick mit zum Beispiel Overknees und, weiß ich nicht, einem schwarzen oder beigen Oberteil. Also der ist so sehr, ja, für alles tauglich, finde ich, irgendwie. Also ich mag es. Man muss sowas halt mögen, aber mir gefällt es. Und der ist auch, ja, aus so einem, weiß ich nicht, irgendwie so einem angenehmen Material. Und der war reduziert auf nur 4 Euro und deswegen musste der einfach mit. Aber ich bin zu Kick rein, eigentlich nur deswegen. Wegen diesen Kleiderbügeln. Ich liebe diese ganz dünnen mit Gummibeschichtung. Hier sind 5 Stück drinnen für nur 2 Euro. Ja, ich brauchte noch welche für meinen Sohn im Schrank und auch bei uns möchte ich gerne alle Kleiderbügel austauschen, nach und nach auf solche. Die nehmen einfach am wenigsten Platz weg und sind einfach super auch für alle Klamotten. Also da ist die zum Beispiel aus Samt, habe ich auch ein paar da, ich hasse die, weil irgendwie alles dran hängen bleibt. Und hier, die sind super, da rutscht nichts runter, sie halten alles und sie nehmen echt wenig Platz im Schrank weg, weil die sehr dünn sind. Und ich mag das am liebsten, wenn alles so einheitlich ist. Deswegen, ja, mal gucken. Nach und nach muss man alles einmal austauschen. Ja, und das, die habe ich 3-mal mitgenommen.
Also 15 Stück insgesamt. Und ich habe für alles nicht mal 10 Euro bezahlt. Ja, fand ich ganz schön. So, das Essen ist fertig. Mit dem Salat bin ich auch gerade fertig. Oh, der ist so, so lecker. Der schmeckt ein bisschen, also erinnert mich stark an an Akroschka irgendwie. Ja, ich glaube halt auch wegen den Radieschen und so. Ich habe jetzt hier 5 Eier drin, eine halbe Gurke. Ich glaube 7 Radieschen waren das jetzt. Dill, ihr könnt aber auch, wie heißt denn das? Petersilie nehmen. Und dann Lauchzwiebeln. 2 Stück. Ja, ich glaube, ich könnte auch noch eine dritte reinmachen, aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Und habe das mit Schmand gemacht. Es geht auch mit Mayonnaise, aber ich wollte es ein bisschen leichter haben. So, so, so lecker. Also ich glaube, ich bin damit komplett zufrieden. Was anderes will ich irgendwie gerade nicht. Ich liebe sowas. Ja, und das lassen wir uns jetzt auf jeden Fall schmecken. Und den Salat muss ich mir unbedingt merken, weil der super schnell geht, super einfach ist und total leicht schmeckt. So richtig lecker einfach. Ja, macht's mal nach, falls ihr sowas mögt. Und ja, nochmal allen, die jetzt auch was essen, wünsche ich einen guten Appetit. So, wir haben gegessen und jetzt liegen wir beide im Bett. Uns geht es irgendwie nicht so gut. Ich habe total wieder Kopfschmerzen bekommen. Es geht einfach nicht weg. Und dann ist es auch kaputt. Ja. Zu früh aufgestanden. Ja, du bist ja schon seit 4 Uhr wach, ne? Ja. Und ich habe auch die ganze Nacht ja nicht gut geschlafen, war ja immer irgendwas. Ja, auch nicht, weil du immer wieder wach wurdest. Ja, weil ich Kopfschmerzen hatte ohne Ende. Und die Kleine ja auch wach war, immer wieder. Aber das hatte ich echt noch nie, dass die Kopfschmerzen einfach so schlimm waren, dass ich nicht mal mehr liegen konnte. Ja, deswegen würde ich das Video jetzt auch beenden. Der Salat ist übrigens so, so lecker. Ich habe, glaube ich, gerade die halbe Schüssel alleine aufgefressen. Ich habe richtig Bauchschmerzen. Aber ja, ist richtig gut, schmeckt sehr, sehr lecker. Probiert es mal aus. Und dann, ja, würde ich mich jetzt verabschieden. Ne, meiner? Ja. So, dann, ja, Dankeschön wie immer fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.